Hallo liebe Freunde der außergewöhnlichen Unterhaltung und ganz speziell möchte ich heute alle Schlagerfans begrüßen. Den gestrigen Tag werden viele Liebhaber von Partymelodien fürs Herz wohl nicht so schnell vergessen. Der König von Mallorca gab sich die Ehre und flog direkt von der Insel ein in die Münsterarkaden. Meine furchtlosen Kollegen haben sich in die Schlagerhöhle begeben und Onkel Jürgen exklusiv vor unsere Kamera bekommen. Aber so richtig rumgesprochen hatte sich das Mega-Event bei allen Münsterern noch nicht. 14 Uhr. Noch ist es ruhig im Saturn. Hier und da ein Hinweis auf den König. Ein paar CDs, aber wo sind die Fanmassen? Ja, ich habe gerade gesehen, dass Jürgen Drews hier ist. Was hältst du von ihm? Nicht so viel. Habe ich nicht so viel mit am Hut, ist nicht meine Musik. Ja, ist mir eigentlich ziemlich egal. Und dann ganz hinten in der Musikabteilung. Eine Menge Leute und ein Mikrofonständer. Das sieht schon mehr nach Fans vom Onkel Jürgen aus. Ja, ich verehre ihn eigentlich. Das ist einfach ein toller Mann. Ein Supermann aus Dürm. Jeder kennt ihn. Heute live hier in Münsters Arkaden. Super. Der Laden füllt sich. Innerhalb von Minuten platzt die Musikabteilung aus allen Nähten. Viel Sicht auf die Bühne bleibt nicht. Zum Glück kann man durch die Regale hindurchgucken. Dann, ganz plötzlich, kommt er um die Ecke. Der König von Mallorca persönlich. Und stellt sofort eins klar. Ich bin nur aus einzigem Grund, einzig und allein bin ich hier, um meine CD noch ein bisschen mehr zu powern, weil Universal Berlin sagt, heutzutage verkauft man keine CDs mehr. Da habe ich gesagt, das beweise ich euch anders. Sie müssen, meine Damen und Herren, liebe Freunde, das Inlay rausnehmen. Sehen Sie das? Und das haltet ihr mir hin. Und das unterschreibe ich auch beim Singen. Ja, wollen wir? Gut. Dann würde ich sagen, wenn einer eine CD hat, nur dann unterschreibe ich, was anderes mache ich nicht. Deswegen bin ich hier. Ich baue ein Schloss. Und dann gibt Onkel Jürgen richtig Gas. Das wird übrigens, ist Gold geworden. Schloss ist mittlerweile Gold. Am Horizont geht die Sonne unter. Meine Auftrittssituation ist gigantisch, dass ich mir jetzt wirklich nochmal überlege, soll ich vielleicht im Alter doch nochmal eine Gruppe zusammenzimmern? Aber dann richtig mit saugeilen Leuten, wieder eine Gitarre in die Hand nehmen. Ich bin eigentlich Solo-Gitarrist von Haus aus. Aber da muss ich natürlich wissen, dass ich auch genug Leute ziehe, weil ich werde dann immens teurer. Ihr seht, was hier los ist. Ich baue ein Schloss. Ich bin nicht der Schlagerkönig, weil ich komme überhaupt nicht aus dem Schlager. Mich interessiert Schlager auch nur peripher. Ich mag hin und wieder liebend gern meinen Schlager singen. Aber ich mache Party und Schlager mische ich wild durcheinander. Diesen Mix lieben seine Fans. Mir gefällt das sehr gut. Ich bin extra von Hiltrum nach Münster gekommen, um mir das anzuhören. Sehr gut, er ist ein Superstar. Ja, ist nicht so. Gerade meine Musik, aber er ist ein guter Typ. Ich liebe ihn einfach. Ich habe ihn schon früher, das Lächeln mag ich einfach von Jürgen Drews. Was bei keinem seiner Auftritte fehlen darf, die Unterschrift auf diversen Körperteilen. Mach dich schon mal frei. Liebe Freunde, wir sehen uns irgendwann, irgendwo. Genug CDs scheint er verkauft zu haben. Und vor allem seine Fans sind selig. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich kenne ihn aus Frankfurt. Ich habe auch mit ihm gesprochen, ganz kurz. Also echt gut. Hat uns gut gefallen. So nah war ich Jürgen Drews noch nie gewesen. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass ich nicht so sein Fan bin, aber er hat mich heute überzeugt. Er ist ein natürlicher Mensch. Er ist für die Menschen. Er gibt viel wieder und es macht Spaß, ihm zuzuhören. Und man kann auch Fan werden von ihm, ja doch. Danke. Und Fan werden könnt ihr selbstverständlich auch von uns. Schaut doch einfach mal auf unserer Facebook-Seite vorbei. So, der nächste Beitrag ist ähnlich spektakulär. Unsere Münsterama-Redaktion bereitet sich ja auf den Leonardo Campus Run vor. Und unsere Vorbereitungen werden selbstverständlich mit der Kamera begleitet. Heute seht ihr exklusive Einblicke in das Trainingsverhalten meiner Kollegin Verena. Viel Spaß! Rein in die Laufschuhe und rauf aufs Laufband. Extra für den 5-Kilometer-Lauf müssen neue Schuhe her. Glücklicherweise sind die auch schnell gefunden. Und so kam das Training in den letzten Wochen auch nicht zu kurz. Mit diesen Grundlagen schaffe ich es hoffentlich auch ins Ziel. Doch ein Manko gibt es noch. Meine Ernährung. Und genau die lasse ich von einem Experten abchecken.
Rainer Bergmann sagt mir, wie es um mein Essverhalten bestellt ist. Also der erste Eindruck jetzt erstmal bei Frau Brenegor ist, ja, sie trinkt reichlich, ausreichend. Sie trinkt wenig Alkohol, das ist sicherlich gut in Vorbereitung auf so einen Wettkampf. Und was aber auch im ersten Moment auch auffällt, ist, es gibt regelmäßig Süßigkeiten. Mein Zuckerkonsum ist eindeutig zu hoch. Ja, ich geb's ja auch zu, ich bin süchtig nach Süßkram. Doch es gibt auch Alternativen zu den ganzen Dickmachern. Aus 2,5 Kilo Zuckerrübe wird eine Tafel Schokolade. Wenn Sie die 2,5 Kilo Zuckerrübe essen, passiert Ihrem Körper gar nichts. Bleibt gesund. Wenn Sie die Tafel Schokolade essen, dann sagt der Körper, oh, wo sind denn die B-Vitamine, die ich brauche, um diesen Zucker zu verarbeiten? Also ran an das gesunde Zeug. Mmh, lecker. Gesundes Essen. Doch eigentlich will ich nicht auf die Schoki verzichten. Vielleicht gibt's ja noch einen Ausweg. Kann man das kompensieren mit Sport? Also wenn man sich mehr bewegt, also hilft das dann? Also man kann das nicht kompensieren sozusagen, sondern wenn Sie Ihre Lebensmittelauswahl so treffen, dass ein Teil der Lebensmittel zu wenig Vitalstoffe enthalten, dann fehlt das dem ganzen Körper. Das können Sie nicht durch Sport ausgleichen. Und das will ich natürlich nicht riskieren. Daher wird jetzt auf Vollwertprodukte, viel Obst und zuckerreduzierte Kost zurückgegriffen. Ja, und ob ihr diese Strategie was gebracht habt, seht ihr dann am Freitag. Dann gibt's nämlich den ausführlichen Bericht über unser Abschneiden beim Leonardo Campus Run. Morgen haben wir einen feurigen Spanier für euch in der Sendung, der nicht nur mega sexy und durchtrainiert ist, sondern auch fantastisch auf High Heels laufen kann. Bevor ich mich jetzt aber endgültig verabschiede, möchte ich noch Christoph aus Münster zu seinem Starter-Kochset beglückwünschen. Also herzlichen Glückwunsch. Damit bin ich raus. Euch allen einen entspannten Feierabend und bis morgen.